Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und vielleicht sogar letzten Folge von Final Fantasy X. Ja, wir sind hier auf dem Turm der Toten und ja, wir sind kurz vor dem Ende. In der letzten Folge haben wir nochmal Seymour 1 auf den Deckel gegeben. Er wollte unbedingt nochmal ein bisschen frische Luft schnappen, dachte ich mir. Na gut, aber egal. Und nun sind wir hier. Ja, wir werden uns hier noch kurz ein bisschen umgucken, bevor wir hier endgültig das letzte durchziehen. Ich will nämlich noch gucken, was hier noch so vielleicht sein könnte, rumliegen könnte, was man halt so brauchen könnte. Jawohl, einfach mal auf Orin rauf da. So. Aufspießen, natürlich. Diesmal. Du Spießer. 2-6. Na gut, Orin hat ja recht viel HP. Königs-Behemoth gefangen, wunderbar. So, ja, wir gucken uns auf jeden Fall hier noch ganz kurz ein bisschen um, bevor wir dann endgültig. Ach so, okay, dann kommen wir da unten hin, wo wir schon waren eigentlich. Okay, dann brauchen wir da auch nicht mehr lang gehen. So, dann machen wir das Spero-Brett noch, soweit es geht. Fertig. Nein, wir benutzen. So. So, jetzt können wir noch ein bisschen weiter. Jetzt. Dahin. Machen wir noch das. Jetzt und das. Wacker, du kannst noch bis hierhin, genau. Kriegst du auch noch mal ein bisschen HP. Und noch mal ein bisschen MP. Ja gut, Auron. Ich packen wir mal hier hin erst. Dann können wir das erstmal machen. Das. So, Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Also, eins könnte ich. Obwohl, wir machen es anders. Da wir keine Glücksbeeren haben, gehen wir hier direkt hin. Wir hätten natürlich auch oben lang gehen können, aber nein. So, das hier nehmen wir noch. Sind wir bei Wacker im Bereich? Mit Kraftspiroid. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter. Und somit steigert sich seine HP auch nochmal um 200. Und sein Geschick auch nochmal um 2. Yuna. Genau, du kannst mal hier unten lang. Nein. Machen wir erstmal Kraftsteroide. Kraftsteroide, ne? Bringen wir uns hier noch mal hin und mehr geht nicht. Gut, dann würde ich sagen, folgen wir dem roten Pfeil und gehen weiter. Obwohl, nee, wir speichern noch mal, damit wir volle Energie haben, ne? Weil die können wir gut gebrauchen. Und jetzt gehen wir aber dahin. Was denn jetzt?
Oh, wo sind wir denn jetzt? Okay. Ah, alles klar. Da gucken wir mal kurz. Oh, ein Panzerbrecher. Alles klar. Gut, da werden wir mal was anderes machen hier. Und zwar Yuna ranholen. Kann man da. Ja, Shiva nehmen wir mal und dann. Ah, obwohl. Na doch, das geht. Dürfte eigentlich trotzdem. Weil das Vieh hat ja richtig viel Energie, so ist nicht, aber Shiva ist zum Glück immun. Außerdem können wir Diamantenstaub einsetzen, sollte passen. Na. So, dann einmal Diamantenstaub bitte. Wir nur die Statue mal ein. Ja. Fazit zu diesem Spiel kann ich ja schon mal machen eigentlich. Wenn wir eh schon am Ende sind fast. Also ich fand das Spiel wirklich sehr schön. Es war ja aufregend, die Geschichte war spannend und ja, wir haben leider nicht alle Geheimnisse entdecken können. Oder habe auch nicht alle gemacht, weil es doch sehr, sehr viel ist. Das müsste man extra machen. Um wirklich alles zu zeigen, weil das alles in einem Let's Play zu machen, das ist schon doch ein bisschen viel. Kann ich mich nicht mal drehen hier? Mit der Kamera? Eins. So eine Kristalle hier brauche ich. Magierstab. Eisberührt, drei haben wir. Nein, 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 nein. Nicht erwischen lassen von den Eiszapfen. Heizisbar, also haben wir vier. Ich glaube. Weiß es gar nicht mehr. Und man braucht 10. Abwehrmauer. Ist der Kristall. Was das ist, weiß ich nicht. Könnte eine Waffe sein. Autsch. Oha. Gut, da beschwören wir dann doch mal lieber das Magus-Trio. Dann kann jeder einmal angreifen da. Ja, bei drei so einen Statuen, da gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. Weil wenn wir kurz vorm Ende sind, ist mir das schon lieber. Aber ich muss dazu sagen zu dem Spiel, also es ist wirklich super gemacht, einfach nur. Vor allem, ich habe es ja schon sehr lange das Spiel, aber ich hatte es noch nie durchgespielt und ich hatte auch noch nie alle Bestia gehabt. Also ich hatte wirklich immer nur das Nötigste gemacht, was ich brauche und dann war gut. An die anderen Monster oder Bestia bin ich gar nicht so wirklich rangekommen, weil ich auch nicht wusste, wie ich da rankommen sollte. Später wusste ich es dann, weil ich dann ein Lösungsbuch hatte, beziehungsweise ich habe es ja immer noch, so ist nicht. Hab auch außerhalb der Aufnahmen ab und zu mal kurz reingeschaut, um zu wissen, wo bin ich jetzt so ungefähr, was muss noch gemacht werden. Und wegen den Geheimnissen halt. Aber ja, also da steht wirklich eine Menge drin und viel
Wertvolles auch, was man so für die Kämpfe braucht, teilweise. Aber ich habe es trotzdem größtenteils eigentlich ohne Bug durchgespielt hier. Und wird ja wenigstens ein bisschen ehrlich sein, ne? Wo ist der Kristall? Hier. Nein, der ist weg. Wo ist der nächste? Hier ist der nächste. Tech Spirit. Oh nee, komm. Gerade immer da noch Kina. So, da können wir wieder Auron reinsetzen. Und einmal Asgar. Dann machen wir mal Blindhieb. Ach, da ist er immun gegen, okay. Und Gemach hat er gar nicht, war nicht. Na gut. Machen wir Gemach gar. Da ist er immun gegen. Ach, na gut, dann hauen wir den so auf den Latz. Aber der dürfte trotzdem gleich weg sein. Tot? Nee. So schnell nicht, mein Freund. So schnell geben wir den Löffel nicht ab. Eher du. So, wie viele Kristalle brauche ich denn jetzt noch? Für zwei Spiropas? Drei brauche ich noch. Ach gut, noch zwei. Da. Noch einen. Da ist der letzte. Ich wollte schon sagen, jetzt müssten wir alle haben eigentlich. Und was jetzt? Oh, den Ort kennen wir doch. Der Ursprung allen Anfangs. Ach, wer ist denn da? So, noch einmal hier. Und noch einmal hier. Schlafhieber lernen wir nochmal. Na gut, das ist doch super. Gut, na dann. Gehen wir mal zu einem bekannten Gesicht. Jacked. You're late, Auron. I know. Hey. Huh? You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? You've really grown. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Dad? Yeah? I hate you. I know, I know. You know what you have to do.
Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin, completely. I'm glad you're here now. One thing though, when it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go! This will be quick! Hit me with all you got, Dad! Der letzte Kampf beginnt. So. Und dadurch, dass wir ja zum Glück das Magus-Trio haben, setze ich das natürlich ein, um den Kampf kurz und schmerzlos zu machen, weil, ja, ich meine, wir sind stark genug dafür. Theoretisch muss man, glaube ich, gar nicht mal rufen, weil man selber stark genug ist. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gut ich jetzt trainiert bin, ob ich das wirklich so schaffe. Deswegen mache ich jetzt das Magus-Trio hier. Und außerdem, es beginnt und endet immer mit einem Knall. So, freie Hand natürlich einmal. Na gut. Na, was passiert da? Die Steine verändern sich. Und er verändert sich auch. Alles klar. Ach du Schande. Was holt der denn da raus? Wozu braucht er eine Tacke bei da? Ja, Nummer 2. Und zweite Stufe jetzt noch. War's das schon? Nee, das war's schon.
You'll cry. You're gonna cry. You always cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Save it for later. Right. We've got a job to do, don't we? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Sir Jack, I should... No! Yuna! There's no time! You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons! Call them! Call us! Yes. Here it comes! So, jetzt rufen wir nach und nach die Bestie. Und jetzt müssen wir gegen Yu Yevon antreten. Okay, ist noch nicht der letzte Kampf gewesen. Aber ist nicht so schlimm. Yu Yevon ergreift Besitz. Und ja, wir könnten. Ja komm, wir beschwören mal Ifrit und dann machen wir Meteorfeuer. Wozu haben wir die Ekstase? Wenn wir die nicht nutzen, ist ja auch blöd, ne? Lustig wird's bloß beim Magus Trio. So, Inferno. Obwohl, bei Anima könnte es auch noch lustig werden. Vielleicht. Mal schauen. Weil das sind ja die stärksten Bestien, mit Ausnahme von Bahamut vielleicht noch. Sehr gut, vernichtet.
wir müssen jetzt all unsere Bestien zerstören. Das ist eigentlich schade. Aber na gut. Mach weiter, Jona. Wir nehmen... Ja komm, nehmen wir das Magus-Trio, damit es hinter uns ist. Dann haben wir es weg. Problem ist da bloß, man muss alle drei einzeln erledigen. Man kann die nicht alle zusammen erledigen. Also, klar kann man schon mit einer Ekstase oder sowas von den Bestia, die man bei hat. Aber so an sich könnte man die jetzt nicht zusammen erledigen. Man muss jeden von den dreien einzeln erledigen. Auch da ergreift Yuyevin Kontrolle. So, kann Luna, ja, Xion, Jinbo, Anima. Nein, nehmen wir Anima. Anima ist ja auch danach sowieso weg, von daher rufen wir sie mal. Ja, sag ich ja. Jeden einzelnen. Jetzt kommt der Weltschmerz auf den Erster. Erledigt. So, wir kriegen eine volle Wasserrutsche ab. Okay, Refleck. Und dann müssten wir jetzt wieder dran. Ne, Kraftwelle. Was jetzt? Oha, geheilt, okay. Und nochmal eine Kraftwelle. Alles klar, aber wir können ja Chaos D einsetzen und damit habe ich dann auch die erledigt. Anima hat ja auch zwei Seiten. Einmal die recht gute Seite noch und einmal die böse. Jetzt sind wir bei der bösen Seite. Haben wir zu selten gesehen eigentlich, aber ist ja wurscht. Oh genau, hau mal richtig drauf da. Na, da müsste doch noch mehr kommen, oder? Vernichtend, wunderbar. Damit haben wir die beiden auch ausgeschaltet. So. Tag der Abrechnung, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal Anima jetzt. Jinbo ist ja noch einer der einfacheren Gegner. Die kriegen wir auch so platt. Aber erstmal die stärkeren da platt machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie die überhaupt haben jetzt. Ob die Energie haben, die sie jetzt normal auch hatten oder nicht. Die mehr oder weniger haben. Gut, das kann man so nicht sehen. Ja, was machen wir jetzt? Wir können... Wacker nehmen. Dann drehen wir mal am Rad.
Okay, nur den einen. Und der steht still erstmal. Okay, der kann erstmal nichts machen. Umso besser. So, Tidus. Wir angreifen mal Anima an. Was ist daneben? Wie sieht das Schmerz? Wie geht es jetzt ab? Oha. Schutzengel haben wir zum Glück. Dann machen wir das hier mal. Hacke. Vertippt. Egal. So, die rechte steht auch still, sehr gut. Nee, komm, nehmen wir Wacker weiter. Was nehmen wir denn da? Trisasa, Perseal. Okay, passt nicht. Passt auch nicht. Aber ich glaube, sterben kann man hier gar nicht mehr. Nee. Scheint wohl nicht so. Also hier kämpft man wirklich nur noch gegen die Bestia einfach und kann nicht sterben. Das ist natürlich sehr gut. Ich hau mal Yojimbo raus. Dann sollte er mal was machen. Ja, mein kleiner Fifi. Ja. Guck mal, da kommt ein Härchen. Unser kleiner Samurai. So, Dukeur. Ja, ach komm hier. Kriegst mal 300.000. Genug Geld habe ich ja. Okay, ich glaube, der ist erledigt. Jawohl. Super, haben wir wieder eine Bestie erledigt. Ja, die Kämpfe dauern jetzt ein bisschen länger. Weil wir halt jede einzelne Bestie erledigen müssen. Gut, dann nehmen wir jetzt Yojimbo. Damit wir das auch haben. Ixion hebe ich mir noch auf. Für Bahamut, weil der hat ja noch da seine Ekstase offen. Und ja, die werde ich dann bei Bahamut einsetzen. So, Yuna, du kommst mal wieder zurück. Und dann hauen wir erstmal den Yojimbo 1 auf den Deckel. Was? 492 plus? Ist ein bisschen wenig, was ich da gerade abziehe, oder? Aber na gut. Den Dinger kann ich ja gar nicht einsetzen, glaube ich. Schwarzmagie. Ja, komm, setzen wir mal Flair ein. Mal schauen. Ja, 3000 mal hin. Passt gar. Kraftwelle. Okay. Aber Yojimbo ist anscheinend schon fast besiegt, weil der geht ja schon so ein bisschen in die Knie. Und jetzt wird er noch geheilt. Und seine Leiste füllt sich auch ein bisschen. Ah ja, der war schon ein bisschen angeknackst. Na komm jetzt.
Ah, okay. Oren hat gleich eine neue Ekstase erlernt. Sehr schön. Die brauche ich jetzt aber eigentlich auch nicht mehr. Komm schon. In die Knie zwingen. Treff doch mal. Das gibt's ja gar nicht. Also jetzt wird seine Leiste voll sein auf jeden Fall. Oder? Vielleicht ganz knapp nicht. Aber ich glaube doch. Nee, noch nicht. Okay. Yuna. Beschwöre mal Bahamut. Dann doch lieber Safety First. Damit wir den überhaupt mal treffen, weil ich hab den ja nicht einmal getroffen so richtig. Außer mit Flair ein bisschen und mit Wacker seine kleinen Abzüge da. Ist ja nicht. Also doch ganz gut, dass ich auf die Bestie zurückgreife. Aber im letzten kann ich das ja nicht. So, vernichtend. Sehr schön. So, mein Freund. Du bist jetzt als nächstes dran, Bahamut. Und dann haben wir ja nur noch drei, oder? Bahamut, Shiva, Ixion und Ifrit, genau. Ixion werden wir jetzt gleich einsetzen. Nein, ergreif mal Kontrolle. Bringt eh nichts. So, beschwören tun wir mal Ixion, genau. Machen wir Bahamut mal platt. Ja. So, Ixion, dann schick mal deine Blitze ab hier. Und erledigt haben wir den noch nicht. Aber Bahamut ist schon gut geschwächt und die Pagonen sind auch geschwächt. Oha! Ixion ist besiegt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, na gut, Bahamut ist auch sau stark. Aber der schwächelt auch gleich. Pff, natürlich. Achso. Okay, das hat es jetzt voll gebracht auf jeden Fall. Ich nehme mal Shiva. Den müssen wir ja mal klein kriegen jetzt irgendwann. So, Shiva, dann zeig dir mal, wer du bist hier. Ne? Kämpfernatur. So, Bahamut ist auch besiegt. Wunderbar.
So, Freunde, da ich ja hier nicht speichern kann, werden wir es so machen. Ich werde die restlichen drei in der nächsten Folge machen, weil sonst wird die Folge viel zu lang wegen dem Ende noch. Und deswegen werde ich hier die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der allerletzten Folge wirklich jetzt aber. Und besiegen Shiva, Ixion und Ifrit noch in der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und freut euch auf das Finale. Bis dahin und ciao.